Ernie und Erd. Heute der Heiratsantrag. Ja. Was soll das denn, du Penner? Ah, nun sei nicht so, es wird dir gefallen. Das soll ich dir auch raten, Vollidiot. Doch, jetzt die Augenbinde abnehmen. Wird aber auch Zeit, du einmal schön. Oh, so schön dekoriert. Also Erd, wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist eine Tucke. Ja, das ist auch für dich. Ah, wow, ein Verlobungsring. Der muss ja ein Vermögen gekostet haben. Na ja. Sag bloß, du hast deinen geliebten Oldtimer verkauft. Nun, ja. Und deine teure Kunstsammlung, hast du die auch versetzt? Naja, eigentlich schon. Und die Eigentumswohnungen im Osten, die sind auch weg. Aber du hast ihn doch einen Kredit aufgenommen, oder? Doch, aber ist doch egal. Für dich ist mir halt nichts zu teuer. Oh. Also, was ist nun? Was soll sein? Na, willst du mich heiraten? Hm. Aber nicht so ungut, Erd. Ich heirate doch keinen Schwachkopf, der sein ganzes Hab und Gut verkauft und auch noch Schulden macht, nur um seinen Stecher einen Ring zu kaufen. Aber... Mach dir keine Sorgen, ich finde schon jemanden, der mich heiratet. Jetzt, wo ich so einen tollen Schmuck habe,